Heute sind wir auf diesem Platz versammelt und unser Ziel ist Unterstützung der Widerstand im Iran. In letzter Zeit oder letzten Wochen gab mehr als 100 im Iran, die gegen islamische Regierung auf die Straße gekommen sind. Während dieser Protestaktion oder revolutionäre Bewegung im Iran gegen islamische Republik wurden auch viele verhaftet. Und laut die iranischer Nachrichtendienst, während dieser Demonstration, die auf die Straße war, sind 27 Menschen, die jüngeren Menschen, die auf die Straße waren, erschossen. Tausende von Menschen auch in verschiedenen Städten wurden inhaftiert und zurzeit sind im Gefängnis. Diese Aktion hatte drei Ziele. Erstmal die Unterstützung von diesem Widerstand im Iran gegen islamische Regierung. Und zweitens, wir fordern auch Freilassung aller politischen Gefangenen im Iran in Haft. Außerdem, wir verurteilen jegliche politische und sowie wirtschaftliche Beziehungen, die deutsche Regierung und Politikerin mit islamischer Regierung im Iran. Stimmt, habt ihr auch in Nachrichten gesehen, wie im Iran dieser Widerstand gegen kompletten islamischer System und islamischer Regierung ist. Die wollen keiner von den beiden Flügeln, die normalerweise darüber gesprochen wird, die Menschen wollen das nicht. Die Menschen sind auf die Straße gekommen mit den Parolen nieder mit der Arbeitslosigkeit. Millionen von Menschen im Iran leiden unter der Armut, leiden unter der Arbeitslosigkeit. Und jedes Mal, wenn auf die Straße gekommen sind, demonstriert haben und haben einen Widerstand geleistet durch den sogenannten Waffen. Revolutionäre, das heißt die Polizei und die ganze Armee, dieser Widerstand niedergeschlagen und dann haben durch den Verhaftung und Folter versucht, dieser Widerstand in Schweigen zu bringen. Heute sind wir hier und dann die Stimme von Menschen im Iran sein. Im Iran ein starkes Bewegung, die Frauenbewegung, Arbeiterbewegung und Studentenbewegung sind auf die Straße. Und sie wollen auch Freiheit haben, sie wollen auch Gleichheit haben und ein besseres Leben. In den letzten Tagen
Mehr als 8 junge Leute, die in dieser Demonstration wurden verhaftet, wurde die Leiche auf die Straße geschmissen und mit Folter wurde auch diese Leiche entdeckt. Es lebe Freiheit, Gleichheit! Es lebe Freiheit, es lebe Gleichheit! Vor Terror, Hinrichtung islamischer Regierung! Vor Terror, Hinrichtung islamischer Regierung! Freiheit für alle politische Gefangene im Iran! Freiheit für alle politische Gefangene im Iran! Nieder islamische Regierung! Nieder islamische Regierung! Nieder islamische Regierung! Nieder islamische Regierung! Freiheit für alle politische Gefangene im Iran! Freiheit für alle politische Gefangene im Iran! Mark bar Jumhurie Islami! مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی Wir haben heute uns hier versammelt, um das uns solidarisch mit iranischem Volk zu zeigen und zur Sprache zu bringen. In letzter Zeit, Anfang Januar 2018, waren Millionen Leute auf der Straße im Iran, in alle 31 Provinzen im Iran und mehr als 85 Städte im Iran. Die Leute waren auf der Straße und ihr Wut gegen islamische Regierung und islamische Republik Iran zur Sprache zu bringen. Die Leute, die Tausende auf der Straße waren, die waren die Arbeiter, die waren die Frauen, die Studenten, einfache Leute, das 38 Jahre lang unter diesem Regime gelitten haben. Das waren Arbeiter, die mehr als 5 oder 6 Monate gearbeitet haben und gegen geleistete Arbeit keine Löhne bekommen haben. Die haben davor für ihr Lohn, dass sie Arbeit geleistet haben, demonstriert, gestreikt und dafür haben die iranische Regierung die Schlägertruppe in Fabriken und Firmen geschickt, um das Arbeiter auszupeitschen. Die Frauen, die auf der Straße waren, die haben ihr Wut zur Sprache gebracht gegen 38 Jahre Sklaverei, gegen 38 Jahre Geschlechtsapartheid, Politik im Iran, von iranischem Regime gegen Frauen und gegen die ganze Gesellschaft. Die waren die Frauen, die wollten ja frei sein und Freiheit haben. Die haben sich anders gekleidet, als die Regierung geordnet und gefordert hat. Aber die waren mehrere und zahlreiche Frauen, das mit Säure an ihr Gesicht gegossen wurde. Das ist die Politik der islamischen Regierung im Iran. Und deswegen, die Leute waren auf der Straße, die wollen ja nicht mehr diese Regierung haben. Das war Anfang der Ende der Islamischen Republik im Iran. Die Leute sind vielleicht im Moment zu Hause, aber die haben angesagt, dass wir wiederkommen, dass wir auf der Straße uns zeigen, demonstrieren, wir fordern unsere Forderung. Und solange die Islamische Republik im Iran ist, die Leute, die Bevölkerung, die Frauen, die Arbeiter, die Studenten, die normale Menschen, die werden ja nicht Freiheit und fair und freie Leben haben. Deswegen, die haben ja angekündigt, wir werden dieses Terrorregime, diese Verbrecher im Iran beseitigen, uns ein freies Leben zu bekommen. Gleichzeitig, heute werden wir uns gegen Politik der deutsche Regierung stellen, dass die gegen dieses Regime, die islamische Regime im Iran, immer
verschleiert und immer akzeptiert, was das iranische Regime in Europa und in Deutschland vorgehabt hat. Die letzte Beispiel ist das im 7. Januar fast, vielleicht haben von Medien mitbekommen, dass eine Ayatollah Shahroudi, der Justizchef von Iran, von 1999 bis 2009 im Iran Justizchef war und nach seinen Urteilungen waren mehr als 3000 Leute umgebracht, aufgehängt auf der Straße, Hände abgepackt und so weiter. Als die Medien, als die Oppositionellen, als die Menschenrechtsorganisationen dafür erfordern und da haben sich gestellt, die deutsche Regierung und die iranische Regierung kommen an Bewegung nach zahlreichen Protesten, nach zahlreichen Demonstrationen, das Vorkrankenhaus vorgeführt wurde, die kamen an der wir kamen an den Tag, dass deutsche Bundeskriminalamt mit Eskortierung mit einem Autokolonne von Krankenhaus in Hannover der Verbrecher Shahroudi bis Hamburger Flughafen begleitet haben und die geholfen haben, nach Iran geflüchtet. Das war ein trauriger Tag für Gesetz, für Menschenrechte, für viele Organisationen, für viele Familien und Angehörige, dass sich zahlreich in Iran, in Deutschland, in ganz Europa und Skandinavien sich gemeldet haben, die, dass ihr Angehörige, Söhne, Töchter oder Männer oder Frauen verloren haben. Die Zahlen, dass es genannt wird, 3000 Leute durch seine Urteilung untergebracht wurden, das ist viel, viel mehr. Wenn man nur betrachtet, dass 2017 Rouhanis Zeit, dass es im Iran war, waren über 850 Leute auf der Straße aufgehängt oder in Gefängnissen erschossen worden. Man geht davon aus, dass die Zahlen viel, viel mehr als, dass die genannt wurde. Aber offiziell 3000 Morde ist in seinen Akten und der wurde einfach durch Polizeikolonne ihm geholfen, nach Iran geflogen ist. Das ist nicht viel verlangt nach die Gesetze, dass es in Deutschland gibt, der sollte ja vor Gericht kommen. Nach Völkerrechtsgesetz, wer gegen Menschlichkeit Verbrechen ausübt, egal wo er das ausgeübt hat, der muss verurteilt werden, der muss ja vor Gericht für seine Taten verantwortlich tragen. Die Medien haben fast gar nicht gesagt, manche Zeitungen und Politiker von Grünen, Herr Völker, die Politik von Grünen, Volker Beck, hat sich dafür engagiert, hat gegen ihn Anzeige erstattet, aber der wurde gar nicht gemacht. Die Fernseher, die haben nur am Tag, dass der Shahroudi nach Iran geflogen war, nur einen Tag danach oder nach, haben davon berichtet, aber davor, die haben ja gar nicht von diesen Sachen geredet oder berichtet. Wir verurteilen diese Sachen. Wir fordern, dass iranische deutsche Botschaft in Deutschland geschlossen wird. Da ist es ein Zentrum für Terroristen. Die haben ja in den letzten 30 Jahren in Deutschland und in Europa, die haben Leute ermordet. Bekannteste davon ist das Mykonos Restaurant in Berlin, das iranische Oppositionelle ermordet wurde. Wir fordern dringend, dass diese iranische Botschaft und Botschafter von Deutschland ausgewiesen werden. Vor ein paar Tagen waren mehr als 10 Leute, dass es in Verbindung mit iranischer Botschaft in Berlin war. Die wurden von deutscher Polizei durchgesucht und viele andere Sachen erfunden. Vielen Dank und unterstützen Sie iranische Volk. Ihr Kampf gegen islamische Regierung im Iran, wenn wir so weit sind, wenn
islamische Regierung gestört ist, das profitieren nicht nur 80 Millionen Iraner, die ganze Nahosten durch Politik. Der iranische Regime ist seit über 30 Jahren im Krieg und Unruhe. Nur wenn man betrachtet, dass islamische Regierung im Iran jährlich nur 6 Milliarden Dollar für diesen Krieg in Syrien, Zerstörung ganzes Land ausgegeben hat, in Libanon, woanders in ganzer Welt die Unruhen stiftet, dann wissen wir, wenn wir dieses Regime weg haben, die ganze Welt, Iran, Deutschland und Nahosten, Taschrit zufrieden im Nahes. Bitte unterstützen Sie und helfen Sie, die iranische Bevölkerung, um dieses Regime zu beseitigen. Danke. Freiheit für alle politischen Gefangenen im Iran! 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 Mord in Richtung islamischer Regierung!